ein bombastisches Finale. Aus Träume, Wünsche und versoffene Fantasien von Angelo Negro, gelesen von Kia. Teil 3. Wie blinzeln oder atmen. Man tut's einfach. Im Nachhinein weiß ich nicht einmal mehr, dass ich all die Teile zusammengefügt habe oder woher ich wusste, wie. Jetzt weiß ich nur noch, dass ich es getan habe und dass es funktionieren wird. Aber... Ja, aber was? Plötzlich, von irgendetwas irritiert, sieht er auf, steckt sich den Kuli zwischen die Zähne, kaut nachdenklich darauf herum. Was aber? Er sieht aus dem Fenster, versucht den Gedanken, der ihm gerade durch den Kopf gegangen und nun wieder weg ist, zu fassen zu kriegen. Er starrt auf die Straße, bemerkt zum ersten Mal, dass es zwischenzeitlich leicht zu regnen begonnen hat. Starrt aus dem Fenster und durch das gegenüberliegende Gebäude hindurch. Dort, auf der parallel verlaufenden Hauptstraße, wird sie in etwa, er sieht erneut auf die Uhr, 22:47, einer Viertelstunde ihrer Wohnung entgegenstreben und ihrem Schicksal. Aber an was verdammt nochmal hat er eben gedacht? Er zuckt die Schultern, wirft den Kuli auf den Tisch und geht zur Toilette. Wieder zurück dreht er sich eine, trinkt, sieht erneut auf die Uhr. 22:53. Draußen vor dem Fenster rauscht es. Der Regen ist stärker geworden. Aber was dann? Was, wenn's vollbracht ist? Werde ich mich dann wirklich besser fühlen? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Aber ich hoffe, ja. Doch. Ja. Ich glaube, ja. Vor 2 Monaten hatte ich vor nichts mehr Angst, als zu erfahren, dass sie einen neuen hat. Dass sie ihre Liebe, ihre Zärtlichkeit, ihre Aufmerksamkeit jemand anderem schenkt. Ihr Lächeln. Wohl war es genau das, was mich mit der Zeit getötet hat. Diese Angst. Doch diese Angst verspüre ich nun schon lange nicht mehr. Also, was ist es? Rache? Wofür soll ich mich rächen? Für den Lauf des Lebens? Es ist doch immer wieder dieselbe Sache und das alte Leid. Nein, murmelt er und blickt wieder aus dem Fenster. Starrt in den dichten Vorhang aus Regentropfen. Das Rauschen dringt in sein Bewusstsein. Und plötzlich sieht er Bilder. Bilder der Vergangenheit. Er sieht sie und sich selbst im strömenden Regen eng umschlungen spazieren gehen. Verliebt. Irgendetwas in ihm möchte weinen, aber seine Augen bleiben trocken. Irgendetwas in ihm möchte schreien, doch seine Lippen bleiben stumm. Er blickt wieder auf das vollgekritzelte Blatt vor sich auf dem verdreckten Tisch und setzt den Stift wieder auf das Papier. Nein, keine Rache. Ich will einfach nur nicht, dass ein anderer Kerl ihre Gunst erwirbt. Ihre Einfühlsamkeit, ihre Zärtlichkeit, ihre... Er hält kurz inne, überlegt, sucht das Wort. Ein Wort, an das er sich kaum noch erinnern kann. Liebe? Ja. Liebe. Ihre Liebe, die sie mir gab, die sie mich fühlen ließ. All das gehört mir und das wird mir auch ewig gehören. Kein anderer soll. Thank you.
reflexartig zucken seine Augen. Die Scheiben seiner Fenster vibrieren kurz in den Rahmen. Ein Höllenlärm in der Nachbarschaft. Wenig später ertönen die ersten Sirenen, werden lauter, nähern sich. Er fixiert wieder seine Notiz, die er die letzten paar Minuten blicklos angestarrt hat. Liest die letzten Sätze noch einmal. Ihre Liebe, wie sie mir gab, wie sie mich fühlen ließ, all das gehörte mir. Und es wird mir auf ewig gehören. Kein anderer soll diese Liebe je empfinden, soll, wird nachempfinden können, was sie mir einst schenkte. Niemand wird es, denn es ist vollbracht. Niemand wird je in meine Fußstapfen treten, wird den Pfad beschreiten, auf dem ich gehe. Niemand. Erneut, zum letzten Mal, lässt er den Kuli sinken, greift nach der Flasche und lehnt sich zurück. Starrt an die Decke. Er setzt die Flasche an und schluckt. Der Whisky läuft die Kehle hinab und verbreitet im Magen wohlige Wärme. Nein, murmelt er erneut. Niemand wird in meinen Spuren wandeln. Er schließt die Augen. Nie mehr.